Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prim und dem Liebeskranken. Dem Sirene kann man nicht sagen. Der liebeskranken männlichen Sirene, kann man das so sagen? wir haben hier ganz, ganz viel noch nicht angeschaut. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen zusammen in gemütlicher Atmosphäre. Gönn dir einen Drink in der Taverne zur nebligen Moira. Es ist dein Schicksal. John und Jess. Also sie heißt wahrscheinlich Jessie oder so. Not dead yet. Er. Yes, he is. Die. Hä? GJ oder sowas? The Blue Thunder Lives? Das Y soll, glaube ich, nicht mit da rein. Gunnar Hounds hier. Okay, wer ist Gunnar? Franz und Mundi? Irgendwelche Tiere, die sich lieben? Keine Ahnung. Oder vielleicht auch Werwölfe? Ich bin mir nicht sicher, was das darstellen soll. Rest in Peace. Alex, Lilly, Micha. Irgendein Monster. Florian Rules. Hi, my name is Mr. Ulex. Hört sich komisch an, aber gut. A plus P. Für immer stand noch da drunter. Ich habe nie verstanden, warum irgendjemand die Dinger in seinem Vorgarten haben will. Ich werde diesen Vorgarten vom Anblick dieses Scheusals erlösen. Einfach, weil ich es kann. So. Er ist leer und voller Löcher. Ganz toll. Da sagt sie aber sonst nichts mehr zu. Ne? Weiße Farbe. Voll mit weißer Farbe. Noch ein Warnschild. Vorsicht. Vergiftungsgefahr. Oh, das ist nur die Speisekarte der Taverne. An alle Geister. Beschweben der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Thanatos wäre außer sich, wenn ich... Nein, lieber nicht. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Warnung. Auf Baustelle wird gespukt. An Werktagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Hier wird gerade gebaut. Ich frage mich, was das mal werden soll. Tja, das ist eine gute Frage. Hier, ich frage mich... Ist alles das Gleiche hier? Okay, ja. Zur nebligen Moira. Keine Zimmer frei. Wie schön, dass du deinen Spaß mit unserer Türklingel hast, Liebes. Aber dieser Lärm erzeugt eine starke disharmonische Energie. Hä? Das Geschrei! Es ist viel zu laut. Ich kann dich nicht hören. Das Geschrei ist viel zu laut. Ich sollte diesen Krach wirklich abstellen. Ja, bin ich auch für. Hey, er hat versucht, mich zu beißen. Okay, haben wir hier... Moment. Mal sehen, ob ihn das beruhigt. Jetzt schweigt er wie ein Grab. Herrlich. Oh, viel besser. Möge die Liebe, die du aussendest, zu dir zurückkehren. Glaubst du, ich kann ihn mitnehmen? Sei frei wie ein Vogel und schnapp ihn dir. Ich habe ihn sowieso nie besonders leiden können. Hab gehört, dass er ein berühmter Sänger oder sowas ähnliches war, bevor er zum Schrumpfkopf wurde. Aber das ist lange vorbei. Jetzt fällt er nur noch durch sein furchtbares Geplärrer auf. Namaste, du wunderschöne Seele. Was bitte? Ganz genau. Lass dich von abgenutzten Worthülsen in kein Sprachkorsett zwängen. Drücke dich in deiner ganz eigenen Weise aus. Ich fürchte, das wird eine eher seltsame Unterhaltung. Wer bist du? Oh,
Ich habe viele Namen. Die Zuteilerin, die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Ich bin eine Moira, eine Tochter, eine Liebende und vor allen Dingen eine Schwester. Ich bin Lachesis, aber meine Freunde nennen mich Lachi. Also, nenn dich alle Lachesis. Oh, sie ist schlagfertig. Das gefällt mir. Und die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Da ist kein Vaterschaftstest nötig, wenn du mich fragst. Was? Ich sehe genau wie meine Mutter aus. Hm. Wenn du das sagst, Prinzessin des Todes. Ich heiße Prim. So sei es. Prim. Meine Schwestern und ich heißen dich willkommen. Karis schickt mich. Sie braucht Zugang zu ihrem Labor. So gern ich dir da helfen würde, meine Süße. Ich fürchte, diese Tür bleibt verschlossen. Sorry. Wir haben deine Tante viele Male gewarnt, aber sie hat die Miete trotzdem vergessen. Bist du sicher, dass du uns nicht in Karis Labor lassen willst? Sorry, Mondsichel. Nein. Du weißt nicht zufällig, wo die gerissenen Lebensfäden aufbewahrt werden? Keine Ahnung, Sonnenschein. Du solltest Atropos fragen, meine älteste Schwester. Sie ist diejenige, die sie zerschneidet. Also muss sie sie danach auch entsorgen, nehme ich an. Okay. Wo kann ich sie finden? Oh, sie schläft. Genau wie meine andere Schwester, Kloto. Im Obergeschoss? Nein. Wo sind sie dann? Genau hier. Du musst sie nur aufwecken. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, also die drei Mäuren, das hat mich ein bisschen verwirrt beim letzten Mal, also wo wir darauf getroffen sind. Die drei Mäuren sind ja eigentlich die, die Vergangenheit, das wäre dann die Junge, die Gegenwart, das ist die Mutter und die Zukunft, das ist die Alte. Und als Schwestern habe ich sie bisher noch nirgendwo gehört, kann natürlich jetzt Eigeninterpretation sein, wobei gleichzeitig sagt sie ja auch, sie ist, was hat sie gesagt? Sie ist die Mutter oder sie ist die Mittlere irgendwie? Keine Ahnung. Aber dass die jetzt alle hier schlafen, ich gehe jetzt mal davon aus, sie meint jetzt ihren Körper. Ich habe keine Ahnung. Was ist eine Moira? Wir sind die Schicksalsgöttinnen, Prim. Wir alle drei. Wir spinnen und messen die Lebensfäden der Menschen. Und am Ende ihrer Zeit durchschneiden wir sie. Und was ist deine Aufgabe? Ich bin die Zuteilerin und messe die Fäden. Also hast du auch... Oh, Kleine. Ja, ich habe auch den Lebensfaden deiner Mutter vermessen. Armes Ding. Es tut mir so leid. Hast du entschieden, wie lang er sein würde? Nein, nein! Wir entscheiden nicht. Das tut das Schicksal. Wir sind nur seine Dienerin, sozusagen. Die ausführende Gewalt. Sie fehlt dir bestimmt sehr. Können wir bitte über etwas anderes reden? Klar. Was ist das hier für ein Ort? Du bist in der Taverne zur nebligen Moira. Dem einzigen Gasthaus der Unterwelt. Ausgenommen von dieser schäbigen Spelunke in den Feldern von Asphodel. Aber angeblich wurden dort Minotaurus-Exkremente in der Küche gefunden. Unglücklicherweise muss ich dir mitteilen, dass unser einziges Gästezimmer jedoch vermietet ist. Vermietet und zurzeit gesperrt. Wie auch immer, wir planen derzeit eine wahnsinnig tolle neue Attraktion in unserem Außenbereich. Glaub mir, wenn alles wie geplant läuft, werden wir von 5 Schädelbewertungen nur so überrollt werden. Ich glaube, du hast einen nicht ganz so heimlichen Verehrer. Du hast meinen Echo getroffen! Oh, ist er nicht herzallerliebst? Wo du davon sprichst, ist das da drüben... Sein Herz. Goldrichtig. Er hat es mir geschenkt, als Zeichen seiner Liebe. Ich verstehe immer noch nicht, warum Selbstverstümmelung romantisch sein sollte. Irgendwann wirst du es, mein Schatz. Die Achterbahnfahrt einer verbotenen Liebe. Oh, ja richtig. Deine Schwestern mögen ihn nicht, stimmt's? So ist es. Dabei brauche ich ihren Segen wirklich dringend. Weißt du, wir stehen uns sehr nah. Das muss hart sein. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie hart. Was, wenn ich Echo dabei helfe, deine Schwestern davon zu überzeugen, dass ihr zwei füreinander bestimmt seid?
Gibst du mir dann den Schlüssel zum Labor meiner Tante? Wenn du das für mich tust, Prim, dann werde ich alle Regeln dieser Welt, kreativ für dich auslegen. Aber sag's nicht deinem Vater, hörst du? Es schien ihm sehr wichtig zu sein, dass wir deiner Tante eine Lektion erteilen. Du weißt schon, weil sie immer so vergesslich ist. Kein Problem. Ich bin quasi Expertin darin, ihm Dinge nicht zu erzählen. Ja. Dachi, kannst du mir nicht ein wenig über dich und deine Schwestern erzählen? Was ist zum Beispiel euer... Entschuldige, Liebes. Ich distanziere mich von jeder Art der Selbstdarstellung und versuche stattdessen, eins mit dem Universum zu werden. Außerdem will ich hinter dem Rücken anderer nicht schlecht über sie reden. Also sag ich lieber gar nichts über meine Schwestern. Außer, dass sie herzlose Monster sind, die mein Leben zerstören und alles ruinieren wollen, von dem ich jemals geträumt habe. Außerdem machen sie sich ständig über meine Rechtschreibung lustig. Okay. Was war das nochmal mit deiner Rechtschreibung? Kluto und Atropos machen sich immer deswegen über mich lustig. Okay, ich mag ein, zwei kleine orthografische Problemchen haben. Pro Wort. Aber wer hat die nicht, oder? Du hattest recht. Deine Schwestern sind Monster. Ja, es bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich das Erste jetzt nochmal frage. Erinnerst du dich an unsere Abmachung wegen des Labors? Klar wie die Nacht. Du sorgst dafür, dass meine Schwestern unsere aufblühende Liebe akzeptieren und ich lass dich den Schlüssel zum Labor deiner Tante mitnehmen. Ich denke, ich werde woanders gebraucht. Bis später, Lachi. Möge deine Reise voller Liebe und Licht sein, Prim. Nun gut. Es ist die Getränkekarte. Sie heißt die Favoriten eurer Gastgeberin. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen hat hier etwas geschrieben. Aber es steht nicht da, wessen Favoriten es sind. Mal sehen. Der erste Drink auf der Karte heißt Knoblirinja. Bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und... drei ganzen Knoblauchzehen. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeupunsch. Mit einer Bemerkung. Auch für meinen Fisch Schrödinger. Und zuletzt Rootbeer. Ohne Efeu. Ja, dann weiß ich zumindest schon mal ihr Lieblingsgetränk, weil sie hat ja gesagt, sie hat totale Probleme mit der Rechtschreibung. Aha. Die Leute hier unten haben schon einen merkwürdigen Geschmack, wenn es um die Deko geht. Was haben wir denn noch? Erinner dich an unsere Abmachung, Liebes. Du besorgst mir eine Verabredung mit Echo und ich guck weg, während du dir den Schlüssel schnappst. Also erst die Verabredung. Was ist hier hinten drin? Achso, da ist das Labor. Ich dachte, es geht hier hoch. Es ist ein Poster, das zeigt, wie man das Feng Shui eines Raumes verbessert. Außerdem ist es voller Schreibfehler. Aber wer bin ich schon, das zu verurteilen? Keine Panik. Ich werde mich nicht an der Spindel stechen und 100 Jahre schlafen. Musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen. Okay. Der hat hier oben jetzt irgendwas plingeln lassen, aber... Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen, oder? Drei äußerst seltsame Wecker. Einer hat Scherenblätter statt Zeiger. Der nächste sieht aus wie ein Spinnrad und der letzte... Soll das ein Maßband sein? Ich nehme gleich alle Wecker mit. Wenn schon, denn schon. Okay, ich habe zuerst gedacht, die meint das hier unten... In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit Knoblauchzehen bedruckt sind. Wie jetzt? Also sie...
hat eine Allergie gegen Knoblauch, aber sie hat doch ein Rezept gemacht, dass da viel Knoblauch drin ist, oder nicht? Allergie gegen Knoblauch. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, also ich mache mal ein Fragezeichen, ob das nicht irgendwie den Schwestern gehört. In der Schublade liegen Allergiesprays, die mit... Ich nehme an, unzählige Lebensfäden wurden damit durchtrennt. Da habe ich alles. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Haariges Vieh. Ein gerahmtes Bild des verbotenen Waldes. Hey, da steht eine Widmung des Künstlers auf dem Rahmen. Alles Gute zum Geburtstag, Atropos. Deine Bella. Das ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Kloto, wann wirst du das Loch in der Wand reparieren? Kloto. Das zeigt den Hafen. Drei verschiedene Kissen und Decken. Äußerst seltsam. Mal sehen, was drin ist. Verschlossen. Natürlich. Hier unten dieser... Ich war schon am Überlegen hier, ob man da irgendwas machen kann, aber... Das sah mir nicht so aus. Da haben wir alles gemacht. Scherenwecker, das gehört wohl der Ältesten, nehme ich mal an. Webstuhl. Ach so, die, ja, stimmt. Die eine hat doch gesagt, dass die Maß nimmt. Das heißt, das mit dem Webstuhl macht dann die Jüngere. Also der Ablauf wäre quasi, die Jüngere webt sozusagen die Schicksalsfäden, dann nimmt sie Maß, wie lange die halten sollen sozusagen. Und die Ältere, die schneidet die dann. Okay, die Frage ist jetzt nur, was machen wir mit den Gegenständen? Wir sollten ja für ihn irgendetwas herausfinden. Die Allergien sollten wir herausfinden, das weiß ich noch. Gartentür, Tür. Ich bin doch hier reingekommen, oder nicht? Verschlossen. Okay. Hi, Echo. Hi, Prim. Wegen des Songs, genau. Wegen unseres Songs. Ja. Lass uns den Mäuren vorsingen. Also das Problem ist halt, ich weiß nicht, wer von denen Allergie auf Knoblauch hat. Mindestens eine der beiden anderen müsste das haben. Sie anscheinend nicht, weil sie hat ja dieses Knoblauch-Zeugs da genommen. Lass uns über etwas anderes reden. Klar. Aber das mit dem Trinken. Tschüss, Echo. Au revoir, Mademoiselle Reaper. Moment, war das hier im Tagebuch? Allergien. Achso, Lieblingsorte waren auch dabei. Moment, da muss ich mir mal einen neuen Zettel holen. Wie gelange ich in den Garten? Wie finde ich heraus, welche Haustiere sie haben? Gut, die Lebensfäden aufbewahren. Ich könnte natürlich im Garten sein, weil da kamen wir noch nicht hin. Dann schreibe ich mal auf Haustiere. Einer hat ja irgendetwas Haariges auf jeden Fall gehabt. Aber ich weiß natürlich nicht, was das ist. Soll das eine Spinne sein? Aber die ist ja nicht haarig. Wie finde ich heraus, welche Lieblingsgetränke? Und Orte. Orte, da müssen wir gleich nochmal oben bei den Bildern gucken.
und Allergien. Ach so, halt, stopp. Ich habe gerade noch was gesehen. Links stand auch noch was, ne? Achso, das war nur das andere. Okay, dann gehen wir da jetzt nochmal rein. Also, wir wissen, dass Getränke, dass die mittlere dieses Knoblinga oder wie das heißt, dass die das trinkt. Moment, hier war diese Cocktailkarte, ne? Es ist die Getränkekarte. Sie heißt die Favoriten eurer Gastgeberin. Das müssen die Lieblingsgetränke der Mäuren sein. Jede von ihnen hat ihr etwas geschrieben. Aber es steht nicht da, wessen Favoriten es sind. Mal sehen. Der erste Drink auf der Karte heißt Knoblirinja. Bestehend aus Zuckerschnaps, einer Limette und... drei ganzen Knoblauchzehen. Darunter steht eine Anleitung, wie man diesen Cocktail zubereitet. Aber sie ist voller Rechtschreibfehler und kaum lesbar. Dann steht hier Efeu-Punsch. Mit einer Bemerkung. Auch für meinen Fisch Schrödinger. Und zuletzt Rootbier. Ohne Efeu. So, mein Rootbier. Ohne Efeu. Das heißt, die das Bier gerne trinkt, hat eine Allergie gegen Efeu und die diesen Punsch oder was das war, gerne trinkt, die besitzt den Fisch. Der Fisch ist aber, jetzt wird es kompliziert, der Fisch ist aber nicht, das sind, Lebensfäden. Diese Fäden haben eine wirklich erschreckende Macht über uns Menschen und bestimmen, wie lange wir leben. Und hier liegen sie einfach auf einer selbstgezimmerten Bar herum. Das Jenseits ist seltsam. Keiner von ihnen sieht gerissen aus. Tristans Lebensfaden muss woanders sein. Aha! Die Leute hier unten haben schon einen merkwürdigen Geschmack, wenn es um die Deko geht. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal eben. Da ist eine Katze, aber das ist... Ach so, Katze, haarig? Ich tippe mal auf Katze mit dem haarigen... So, die mit dem Fisch, die hat eine Allergie auf Knoblauch. Allergie gegen Knoblauch. Die Frage ist nur, wer ist das? Also ich kann mir halt nur jetzt hier so ein paar... Der übt bestimmt nur Rückenschwimmen, oder? Ich finde deinen Fisch ziemlich verwirrend. Musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen. Das heißt, sie hat eine Allergie gegen Katze? Kann das sein? Drei verschiedene Kissen und Decken. Äußerst seltsam. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Das heißt, die eine mit dem Rootbier hat eine Katze. Mach ich mal mit Fragezeichen. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Katze sein soll. Und das heißt, dass sie wahrscheinlich eine Allergie auf Katze hat. Aber wie kann ich die anderen beiden voneinander unterscheiden? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir haben ein Haustier, das ist eine Katze, und ein Haustier, das ist ein Fisch. Wir wissen aber nicht, was sie für ein Haustier hat. Hat sie ein Haustier? Hat sie kein Haustier? Ich bin mir nicht sicher. Ein gerahmtes Bild des verbotenen Waldes. Hey, da steht eine Widmung des Künstlers auf dem Rahmen. Alles Gute zum Geburtstag, Atropos. Deine Bella.
Moment, Atropos, ist das jetzt die... Moment, verbotener Wald. Atropos. Dann haben wir, glaube ich, hier den das Garten. Das ist nur ein leerer Bilderrahmen, der um ein Loch in der Wand aufgehängt wurde. Wenn man durchguckt, sieht man den Garten der Mäuren. Ja, dann haben wir da den Garten. Der ist dann auch von irgendjemandem, der... Ach, Moment. Die Notizen. Hier ist keine mehr, ne? Kloto, wann wirst du das Loch in der Wand reparieren? Kloto, also der Garten ist von Kloto, des Lieblingsdings. Okay. Es zeigt den Hafen. Und die Notizen können wir jetzt nicht machen. Hafen, ja, jetzt ist natürlich die Frage... Ach so, Moment. Sie heißt... Wie heißt sie nochmal? Keine Panik. Ich werde mich nicht an... Es ist ein Poster, das zeigt, wie man das fängt. Außerdem ist es... Aber wer bin ich schon? Ja, gut. Scheren. Hat sie nicht eben ihren Namen? Ach so, Lachesis. Lachesis. Aua. Lachesis. Das ist jetzt nur die Frage. Die müsste dann ja den Hafen haben. Ihr Lieblingsort müsste dann der Hafen sein. So, die Frage ist jetzt, was hat sie für ein Haustier? Hat sie überhaupt eins? Weil ich denke mal, die Allergie und so ist auf die Katze hier oben bezogen, gehe ich mal stark von aus. Wenn ich jetzt wüsste, Moment, habe ich hier was von den drei Mäuren drinstehen? Natürlich wieder nicht. Tja, ich weiß halt nicht, wie die heißen. Das ist das Problem. Einer heißt Kloto, andere heißt Atropas, meine ich. Aber... Hi, Echo. Wer ist wer? Hi, Prim. Wegen unseres Songs. Ja? Lass ihn uns den Mäuren vorsingen und ein paar Herzen gewinnen. Konntest du schon etwas über ihre Haustiere herausfinden? Ich glaube schon. Was ist mit ihren Lieblingsorten? Da weiß ich was. Ihren Lieblingsgetränken? Da habe ich in der Tat was aufgeschnappt. Und ihren Allergien? Ja. Das ist ja super. Du bist eine richtige Detektivin, Prim. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Schätze ich. Ich habe halt nur keine Ahnung, was genau zusammenpasst. Und gib das Leben dir Zitronen. Dann geh und leb bei den Gorgonen. Gold. Ja, ich weiß halt nicht, der Goldfisch. Ich sag mal, Kloto hat den Goldfisch. Wird noch dein Goldfisch bei dir wohnen? Deine Hausaufgaben hast du nicht gemacht, Sirene. Okay, Moment, Fisch, also. Entschuldige, Darling. Ich fürchte, du musst uns alle drei überzeugen. Aber ich bin stolz auf dich, dass du es versucht hast. Bis später, Silje. Das heißt, Kloto müsste... eigentlich zu der Katze Hi, Echo. Gehören. Hi, Prim. Wegen unseres Songs. Ja? Lass den Kopf nicht hängen. Wir probieren es einfach nochmal. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Wenn du das sagst. Atropos! Warum jetzt Atropos? Fühlst du dich lost, weißt nicht wohin? Atropos, verbotener Wald.
kommt dir der Wald schnell in den Sinn. Das stimmt. Was gibt dir Ausschlag, rote Flecken? Also wenn sie Klotos oder Kloto oder wie hieß sie jetzt, dann nimmt sie kein Efeu, das heißt, die mag keinen Knoblauch, also hat Allergie drauf. Dir Knoblauch in den Mund zu stecken. In der Tat. Kloto. Oh mein Und Gott. Und gib das Leben dir Zitronen. Bei den Gorgonen. Ja, dann muss es ja ein Maulwurf sein, also. Wird noch dein Maulwurf bei dir wohnen? Nicht mal im Ansatz. Gorgonen? Echt jetzt? Aber Entschuldige, was Darling, ich nicht verstehe, sie hat doch eine Katze. Ich fürchte, du musst uns alle drei überzeugen. Aber ich bin stolz auf dich, dass du es versucht hast. Bis später, Silje. Alter, ich verstehe das nicht. Also, wir haben Atropos oder Atropos? Die hat den Wald. Das ist auf jeden Fall schon mal bestätigt worden eben. Und die hat auch die Allergie auf Knoblauch. Allergie auf Knoblauch. Das Tier ist halt das Problem. Oder muss ich da noch irgendwo was rausfinden, dass ich das deswegen noch nicht weiß? Das könnte natürlich sein. Hat Allergie auf Knoblauch. Moment. Was habe ich jetzt gesagt? Atropos? Die hat den Efeu-Putsch. Oder Punsch, Efeu-Punsch. Efeu-Punsch. Und den Fisch. So. Also die haben wir auf jeden Fall durch. Die hat den Fisch, den Efeu-Punsch, hat eine Allergie auf Knoblauch und ist am liebsten im Wald. So. Dann haben wir Kloto. Also ich muss das jetzt hier mal ein bisschen nebenbei aufschreiben, weil sonst werde ich hier total bekloppt. Die geht am liebsten in den Garten. Das ist leider jetzt nicht gefragt worden. Das ist ja das, was ich wusste. Die hat eine Allergie auf Efeu. Allergie auf Efeu. Und die hat das Rootbier. Und das Einzige, was ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, ist halt das Haustier. Ich dachte jetzt, sie hat eine Katze, aber er erzählt was von wegen bei den Gorgonen. Nein, nicht reingehen. Also entweder müssen wir da tatsächlich noch was finden, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder muss man das nicht? Hier war ja nichts. Hier waren ja nur die Namen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Einmal. Ich gehe jetzt noch mal kurz rein. Ich gehe jetzt noch mal eben gucken. Schlüssel, das ist das, dass man hochgeht. Cocktailkarte. Und die Fäden. Hier hängt ein Bild von einer Katze. Was darauf schließen lässt, dass rein theoretisch die Katze von ihr ist. Aber das kann auch nicht sein. Also dachte ich zumindest, weil hier, das hat sie doch geschrieben. Musste den ganzen Morgen saugen. Bin immer noch am Niesen.
Und deswegen denke ich, dass sie diese Allergie gegen die Katze hat. Von wegen dem haarigen Biest, was hier halte stand. Halte dein haariges Viech fern von meiner Seite des Beets. Es ist blöd, es ist wirklich blöd. Wo könnte man hier noch einen Hinweis kriegen? Oder wir probieren es nochmal, aber dann müssten wir normalerweise eigentlich was Großes haben. Warte mal, können wir die vielleicht benutzen? Mein Äuglein sagt nein. Können wir nicht. Das vielleicht? Das ist schon schnittig genug. Auch nicht. Sammelkarten. Tja. Eine Schere kann ich hier auch nicht an, mitnehmen. Unzählige Lebensfäden wurden damit durchtrennt. Eigentlich können wir es nur noch mal versuchen. Das ist jetzt auch das Letzte, was ich jetzt in dieser Folge noch mal versuchen werde. Aber theoretisch muss ich dann die Gorgonen nehmen. Also tja. Hi, Echo. Hi, Prim. Wegen unseres Songs. Ja. Komm schon, wir versuchen es nochmal. Atropos! Fühlst du dich lost, weißt nicht wohin? Kommt dir der Wald schnell in den Sinn? Das stimmt. Der Schicksalsgött. Treuer Begleiter. Das sind Pickel voller Eiter. Jetzt habe ich es gerade erst gelesen. Ja, die war das aber auf jeden Fall mit dem Fisch. Habe ich mir zumindest so aufgeschrieben. Ist das jetzt richtig? Doch. Spiel der Goldfisch wie kein zweiter. In der Tat. Kloto. Jetzt wird's schwierig. Wenn Monotonie dich verdrießt. Das ist Kloto, die geht in den Garten. Ach so, ach, man kann das noch runterscrollen. Och nee. Dein Garten dir den Tag versüßt. Bemerkenswerterweise korrekt. Ich weiß, du hast ne Allergie. Siehst du nen Efeustrauch, dann flieh. Überraschenderweise richtig. Du musst auch für Lachesis singen, Sirene. Nicht viel schnürt dir die Kehle zu. Moment, Lachesis hat Allergie auf Miezekatze. Ne Miezekatze tut's im Nu. Das war richtig. Das Glas halb leer oder halb voll. Wie heißt das Zeug? Knobli-Dingsbums. Ist's Knoblirin? Ja, ist es toll. Nicht schlecht. Häschen, du hast es geschafft. Kloto und Atropos haben zugestimmt. Oh mein Gott. Wir können jetzt unser Date planen. Wirklich? Das ist ja großartig. Ich hole dich dann ab, ja? Und natürlich werde ich dich an deinen Lieblingsort ausführen. Den Wald. Nein. Den Hafen. Ich meine natürlich den Hafen. Oh, ich kann es kaum erwarten, Liebster.
Das hast du toll gemacht mit Echos Lied. War es so offensichtlich? Für meine Schwester nicht, wie es scheint. Sag mal, musst du immer noch ins Labor deiner Tante? Ja, muss ich. Dann solltest du es erneut versuchen, werde ich vielleicht zu beschäftigt mit den Vorbereitungen für meine Verabredung sein, als dass ich etwas bemerken würde. Danke, Lachi. Ja, das heißt, feuerfrei, den Schlüssel schnappen wir Lachi? Uns. Lachi, kann ich den Schlüssel zum Labor meiner Tante jetzt haben? Wie versprochen, Liebes. Fühl dich frei wie ein Blatt im Wind. Allerdings war es selten dämlich, dass sie gerade gefragt hat, weil sie ja gesagt hat, sie ist zu beschäftigt, um da hinzuschauen quasi. Übrigens noch am Rande ein kurzer Hinweis. Mir ist aufgefallen, dass bei Clothar die Katze mal auf dem Schoß gesessen hat. Das hatte ich schon vorher im Sinn, habe das aber irgendwie falsch notiert, glaube ich. Deswegen vermute ich, weil ich dann ja am Ende doch festgestellt habe, dass man runterscrollen kann, ich doof schon wieder, deswegen vermute ich, dass der Lachesis, also ihr hier, der Verliebten, dass ihr der Maulwurf gehört. Ich habe zwar nirgendwo ein Bild von einem Maulwurf gesehen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie den als Haustier hat. Ja, und nachdem wir das dann noch endlich mal herausgefunden haben, werde ich das definitiv auch bei mir mal auf dem Blog online setzen, falls ihr da auch Probleme mit habt. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall immer noch mal nachgucken auf Gameplayerin bzw. auf blog.gameplayerin.de. Da werde ich dann, ich weiß nicht, heute oder morgen wahrscheinlich einen kurzen Blog-Eintrag zu machen zu diesem Rätsel. Ja, ich bin auf jeden Fall erstmal ganz, ganz froh, dass wir es dann doch noch geschafft haben, weil ich wollte das unbedingt noch in dieser Folge hier hinkriegen, dass wir das herausfinden. Hat ein bisschen länger gedauert, jetzt auch gerade die Folge ist sehr, sehr, sehr lange geworden, deswegen, es tut mir wirklich leid, aber ich musste mir das alles mal notieren und schreiben, wer was hat. Und ich habe ja diese Rätsel eigentlich immer geliebt, die es damals gab mit diesen, der wohnt in dem roten Haus und der hat ein blaues Kleid an und der mit dem blauen Kleid wohnt neben dem mit dem gelben Kleid. Und ne, ihr kennt doch sicher auch diese Rätsel. Und so ein bisschen ähnlich war das jetzt auch hier, nur ein bisschen, ja, fand ich schon ein bisschen leichter letztendlich. Wenn man dann einmal herausgefunden hat, dass man auch runterscrollen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal sehr dafür, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ja, erstmal im Labor wieder. Beziehungsweise wir sehen uns hier wieder und werden dann ins Labor gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!